Ja, wir hatten drei große Herausforderungen. Es war einmal, er sollte einfach sein und doch flexibel in der Konstruktion. Wir haben die Voraussetzung gehabt, dass wir relativ wenig Werkzeug verwenden, damit wir es auch schnell umsetzen können. Und eine der größten Herausforderungen war eigentlich, er sollte freistehend sein, möglichst leicht positionierbar im Raum, ohne weitere Verankerung am Baukörper, das heißt keine Verbindung zur Decke und keine Verbindung zum Boden.